Hallo und herzlich willkommen. In unserem heutigen Video geht's, wie bekomme ich ein Firmware-Update vom Smartphone auf mein Secu Entry-Produkt. Ja, ihr habt richtig gehört, es gibt eine Funktion, womit ich mit meinem Smartphone neue Firmware-Stände auf Zylinder oder Tastaturen der Secu Entry Serie bekommen kann. Hier könnten jetzt noch mehr Produkte liegen, da könnte auch noch ein Zylinder dazu liegen, das wäre alles kein Ding. Wir wollen es aber heute mal an der Tastatur zeigen, denn wir machen das aus aktuellem Anlass. Der Secu Entry 7116 Duo ist ja auf den Markt gekommen und dieser Zylinder kann letztendlich ja alles. Und dazu muss natürlich die entsprechende Firmware auf die neue, also auf die Tastatur gebracht werden. Angenommen, Ihre Tastatur hat 1.8, wir sind jetzt bei 2.0 bei dem Video des heutigen Tages, dann muss man entsprechend das Ganze natürlich updaten. Wichtig ist immer, der Reihe nach. Also wenn Sie 1.8 drauf haben, können Sie keinen Sprung auf 2.0 machen. Sie sollten dann 1.9, 2.0 und so weiter, falls da noch Updates dazwischen gehen, machen. Wie das Ganze funktioniert, gucken wir uns jetzt an. Was brauchen wir? Corpus Delicti, natürlich hier in dem Fall unter Tastatur. Den QR-Code, den brauchen wir. Wir brauchen ein Smartphone und zwar mit der entsprechenden Config-App. Und in die Config-App schauen wir jetzt mal rein und von dort aus gehen wir mal Schritt für Schritt durch. So, auf unserem Handy starten wir natürlich erstmal die Burgwächter-App und dann haben wir hier die App. Ganz wichtig noch, bevor ihr loslegt, schaut bitte mal nach. Unter euren Bluetooth-Einstellungen kann es manchmal sein, dass diese sogenannten BW1-Geräte hier auftauchen. Und diese BW1-Geräte müssen gekoppelt sein. Ja, stehen bei mir unter gekoppelte. Die standen vorher erst hier unten, da habe ich drauf gedrückt und dann waren die bei gekoppelt drin. Sonst kann es durchaus passieren, dass ihr im Endeffekt Probleme habt, nachher das Update zu übertragen. Zurück in der Config-App habt ihr hier oben ein Zahnrad und dort steht auch drin Firmware-Update und das machen wir und jetzt suchen wir uns das. Ich möchte Tastatur, Fingerscan und auf 2.0 machen. So, und als erstes wieder den QR-Code. Meine Damen und Herren, wenn Sie den QR-Code nicht mehr haben, können Sie an dem Punkt gleich aufhören. Gibt es auch keinen Plan B, ist der QR-Code weg. Was das? So, jetzt haben wir das alles hier drin. Und wir haben die Möglichkeit, das Ganze zu starten. Jetzt bitte nicht auf Vorgang starten drücken, sondern die Tastatur einschalten. Diese muss in der Nähe vom Zylinder sein, also mit auf Arbeit nehmen, mal eben das Update machen, funktionierte bei unserem Video hier nicht. Also einschalten, dann auf Administrator, Funktion haben wir natürlich vorher gedrückt, Setup und dann den Thema Firmware Update. Jetzt will er von uns kurioserweise, obwohl wir auch die Tastatur machen, einen Admin-Code haben und es steht da, auf der Tastatur Start the File Transmission. Das machen wir jetzt natürlich auch mal, indem wir hier drauf drücken. Handy liegt ungefähr 20 cm davon weg. Und im Display sehen Sie, rattert's los. Und auf der Tastatur steht auch da in Prozess. Und jetzt warten wir das Ganze mal ab. Momentan ist es 16.19 Uhr. Ich gehe davon aus, dass das 4-5 Minuten dauert. Und wir werden das Ganze natürlich jetzt mal etwas zeitraffern. Jetzt steht da, erfolgreich, das Firmware-Update leuchtet auch auf der Tastatur auf. Wir drücken OK und die Tastatur startet einmal neu und das war's. Sie sehen oben rechts an der Zeile, das hat eine ganze Ecke gedauert und ich schalte hier mal auf meine Außenkamera rum. Meine lieben Kollegen von Burgwächter, dadurch, dass das Update so lange gedauert hat, sah ich mich genötigt, in der Zeit meiner Tochter die Schokofress wegzumampfen. Das heißt, Spaß beiseite, das soll es gewesen sein, erstmal vom Handy aus. Wir werden jetzt noch ein paar abschließende Worte verlieren in unserer kleinen Testumgebung. Und dann soll es das Ganze zum Thema Firmware-Update, na mein Gott, war da Alkohol drin, auch schon gewesen sein. So, und da sind wir wieder zurück in unserem kleinen Testlabor. Ja, das Ganze hat natürlich ein paar Minuten gedauert. Jetzt werden vielleicht einige von Ihnen sagen, Mensch, hat das so lange gedauert, bibabo, geht das nicht schneller? Vielleicht wird es irgendwann mal schneller gehen, aber
Der Hersteller gibt Ihnen hier eine Möglichkeit, kostenlos das Firmware-Update zu erneuern, also ein neues Firmware aufzuspielen. Mein Gott, ich hab's heute mit dem Wort. Und sich damit neue Funktionen aufzuspielen. Und da stellen wir jetzt mal ins Verhältnis. Bei anderen Herstellern geht das nicht. Da müssen Sie ein neues Gerät kaufen, wenn Sie neue Funktionen wollen. Und hier wollen wir eigentlich nur 10 Minuten Ihrer Zeit sozusagen in Anspruch nehmen, damit Sie auf dem aktuellen Stande sind. Und ich denke, unter den Gesichtspunkten sieht das Ganze schon wieder relativiert aus. Ich denke, das darf man verlangen. Und es ist eine neue Funktion, die, denke ich mal, auch den Kunden was bringen wird, die vielleicht ein Gerät zu einem Zeitpunkt gekauft haben mit einer Funktion X und dann kommt noch Y und Z dazu und dann kann man das updaten. Und da denke ich mal, freut man sich doch auch, wenn man letztendlich nichts bezahlt hat und hat die Funktion trotzdem drauf und hat da keinen Nachteil. Denn Sie wissen, wie es ist, wenn Sie heute Morgen ein technisches Gerät aus dem Laden schleppen, ist es schon alt, wenn Sie an der Kasse vorbeigehen, weil das nächste Generation liegt schon im Lager. Sehr gute Funktion. Gut durchdacht, wird sich sicherlich auch in den einzelnen Zeiten noch was ändern. Unsere Videos machen wir ja zu einem Stand X und auch da rast ja die Technik, kann ja schon sein, das Video gucken Sie in einem Monat oder in drei oder in einem Jahr später und die Funktionen und die Geschwindigkeit haben sich schon erhöht. Ich sage nochmal vielen Dank fürs Zuschauen und sollte es irgendwas geben, Fragen oder sonstiges, dann schreibt es natürlich unter das Video drunter. Wir würden uns immer über ein Feedback freuen. Danke und tschüssi.